Ja, hallo liebe Leute, da bin ich wieder. Ich bin mal in den Wald gegangen, es hatte ja mal kurz geregnet hier. Ich wollte nicht zum Pilz zu suchen hier sein, sondern ich will mal gucken, wie weit der Regen hier überhaupt rüber gegangen ist und ob der Boden befeuchtet ist. Ja, ja, 2 Zentimeter, ob das reicht, weiß ich nicht, müssen wir gucken. So kurz nach dem Regen braucht man auch nicht loslaufen. Es dauert immer ein bisschen, eine Woche, manchmal auch 2 Wochen. Aber es soll noch mal Regen nachkommen, übermorgen. Mal schauen. Ich will einfach mal gucken und euch mal zeigen, bei dieser Gelegenheit, wo es erfolgsversprechend ist und wo man eigentlich nicht rein braucht. Ja. Wenn ich jetzt hier hinter mir schaue, das ist das, was ich sagte, so ein richtiger alter Wald, dunkel, hier, ich zeige euch das mal, dunkel, alte Bäume, kleine Bäume, ja, hier sind wir 2-mal durchgelaufen, es gab nicht mal eine krause Glucke, also das ist sowas, wo man eigentlich erstmal, die kann man erstmal außen vor lassen. Gleich daneben aber haben wir so ein Wäldchen, wo man es immer versuchen sollte. Hier wurde natürlich geholzt. Die kleinen Birken wurden rausgenommen. Ist auch nicht gerade gut für uns. Ja, aber hier, ich muss mal schauen. Hier oben seht ihr, dass immer mal eine große Kiefer oder eine alte Fichte steht. Deswegen ist dieser Wald eigentlich recht gut. Ein bisschen dicht, man muss sich ein bisschen durchschlängeln. Aber manchmal muss man auch dahin gehen, wo es weh tut. Und da hat man aber auch große Aussichten auf Erfolg. Hier gegenüber wurde mal geholzt und Douglasien reingepflanzt. Ja, am Wegesrand geht es noch. Ne? Da kann man suchen. Und ansonsten war da eigentlich nichts mehr. So, nun horcht mal ein bisschen. Vielleicht könnt ihr das hören. Wie schön das knistert. Ja. Wenn man läuft. Immer ein schlechtes Zeichen. Ja, mein Pilzkörbchen habe ich zwar mitgenommen. Mal sehen. Manchmal, ja, gibt es ja doch noch Wunder. So, wir werden jetzt hier mal ein Stück lang laufen. Da hinten wird es nämlich auch noch mal vielversprechend. Das ist das, was ich euch zeigen wollte, so am Wegesrand. Das ist da nämlich nicht ganz so hoch bewachsen. Gleich noch mal was zur Frage der Zecken oder Holzböcke. Dieser Wald ist eigentlich recht harmlos in dieser Beziehung. Es gibt Wälder, die sind regelrecht verseucht. Da sollte man solches hohe Gras meiden. Die sitzen nämlich gerne hier oben in den Spitzen. Und wenn man da lang geht, streifen die sich ab und man kann sich an dem Tierchen auch erfreuen dann. So, gehen wir mal weiter. Ja, das Moos sollte eigentlich sattgrün sein, aber wir haben jetzt Hochsommer, kein Problem eigentlich. Ne? Ich habe es eigentlich schlimmer erwartet, aber das ist nun mal so. Hier können wir ja mal in dieser Kuhle mal buddeln, ob es feucht ist. Aber seht ihr das? Hier Staub. Also der Regen hat noch nicht gereicht. Und deswegen werden wir wohl auch nichts finden hier. Ups, die habe ich ja hier noch nie gesehen. Die stehen wohl erst seit diesem Jahr hier.
Waldbienenhonig gibt es denn wohl. Wunderbar. Ich werde aber hier mal einen kleinen Bogen durch den Wald machen. Eigentlich wollte ich da lang. Gehen wir mal hier lang. Ja, ist gleich mal so eine Stelle gefunden. Schönes Moos. Eine schöne Fichte oder mehrere gleich. Eine alte große Kiefer. Ah. Wenn es denn mal im Herbst ein bisschen feuchter ist, werden wir hier mal gleich langlaufen. Ja, hier wurde früher Harz gesammelt. Ja, schönes Moos, Kiefern, Fichten, eine schöne Birke. Also Birke ist auch immer ein Suchbaum, wenn man den irgendwo sieht im Wald, hinlaufen, gucken. Ja, das ist jetzt der Waldweg, aber nicht der, den ich haben will. Aber ihr seht schon, hier oben ist es Licht. Wenn es mal regnet, fällt hier der Regen runter, läuft rechts in den Graben rein und befördert dann das Pilzwachstum natürlich. Und man sollte es ja nicht glauben, es ist aber auch so, wenn ihr so einen Waldweg mal entlang lauft, hier mittendrin, wo nicht das Auto fährt, da haben wir schon die besten Pilze gefunden. Nicht nur am Rand, sondern auch wirklich hier einfach mitten im Wege. Man stolpert eigentlich drüber. Gehen wir mal weiter. Die Bienen haben wir umrundet. Mal schauen. So, hinter mir ist jetzt dieser Waldweg, links und rechts. Naja, im Prinzip nur auf dieser Seite stehen noch alle Nase lang Fichten. Und es ist von oben her sehr gut, dass auch Wasser runterkommt. Hier am Waldesrand, also am Rand, war es gut. Weiter rein im Wald muss man dann schauen. Aber hier am Wegesrand findet man eigentlich auch genug. Es gabelt sich jetzt hier. Ja. Oh, das ist alles das, was ich mal gesagt habe. Einfach den Weg langlaufen. Gucken. Mensch, das sieht gut aus. Hier müssen wir mal, wenn es denn Zeit ist, mal richtig durchforschen. Na, seht ihr hier die Fichten? Dann kommt so ein kleiner Graben, wo das Wasser dann ein bisschen zusammenläuft. Oh. Lasst euch nicht hier von den Ginster stören. Das stört die Pilze nämlich auch nicht. Das geht alles noch. Das ist nicht zu dicht. Aber wie gesagt, hier ist nochmal eine schöne Stelle. Ich sagte nur Wasser zusammenlaufen. Ja, hier können wir gucken. Da nichts. Ja, hier ist wohl der Sahara-Staub von vor einem Monat gelandet. Das wird nichts. Werde ich mal zurückgehen. Werde ich euch mal einen Laubwald zeigen. Weil jetzt eigentlich hier bei uns jedenfalls hauptsächlich Pfifferlingszeit ist. Und da stehen vielleicht die Chancen besser, etwas zu finden. Mal gucken.
Ja, hier ist ein kleiner Graben gezogen. Das ist hier so eine schöne Maronenstelle. Und ab und zu ist auch mal ein Steintilz dabei. Ein paar Täublinge. Ja, mehr ist denn hier aber auch bisher nicht zu finden gewesen. Aber diese Stellen, sowas müsst ihr finden und absuchen. Unsere Zielbäume wieder. Fichten, Birke. Toller Standort. Nur die falsche Zeit. Tut mir leid. Ja, ich habe leider im Wald einen Clip gedreht und habe wohl die falsche Taste gedrückt. Es ist für mich aber ein wichtiges Anliegen, das ich hier noch euch vermitteln möchte. Vor ein paar Tagen stand in der Zeitung eine traurige Nachricht. Brigitte Schurig, meine erste Pilzberaterin, ist leider verstorben. Ich weiß noch, wie wir zu ihr hinkamen. Mit einer Handvoll Pilzen. Wir sagten, das sind, wir haben schöne Steinpilze gefunden. Nein, sagt sie, das sind Maronen. Das waren nämlich die Maronen mit dem dicken Stiel. Ja, sie war sehr nett. Sie hat uns viel gelehrt. Wir haben von ihr viel gelernt. Sie hat auch vielen Leuten oder einigen mit Sicherheit das Leben gerettet, weil sie richtig giftige Pilze aus den Körben rausgesammelt hat. Ich möchte ihr auf diesem Wege postum danken. Es tut mir wirklich leid. Und ich muss aber trotzdem immer an sie denken, wenn wir ein Pilzgericht essen, denn sie prägte uns einen Satz ein. Ich fragte sie nämlich, wie sieht das eigentlich aus, Frau Schurig? Kann man zu Pilzen auch einen Wein oder ein Bierchen trinken? Da sagte sie, und dieser Satz ist eben hängen geblieben, Pilz oder Pilz. Und danach könnt ihr euch auch halten. Es ist nicht gefährlich, ein bisschen Alkohol dazu zu trinken. Manche Pilze, bei manchen Pilzen geht das nicht. Das verträgt sie nicht. Aber wie gesagt, dieses Andenken und dieser Satz gehört Frau Schurig, und von uns noch einmal vielen Dank. Wir werden Frau Schurig in Ehren behalten und wirklich, das hatte ich zwar im Wald gedreht, nur die falsche Taste gedrückt, und es ist mir aber wichtig, und deswegen habe ich das mal nachgedreht zu Hause. Oh, Bücken gehört dazu zum Pilze sammeln. Nicht nur beim Pilze finden, sondern auch zwischendurch mal. Oh, schön trocken hier. Wow. Ja, leider. Ich weiß nicht, wen die gestört haben, die Birken, aber man hätte ja eine mal immer stehen lassen können. Man muss natürlich auch ein bisschen geländegängig sein, ne? Jetzt muss ich hier ein bisschen deswegen gleich noch zur Anzugsordnung. Irgendwie feste Schuhe. Ich gehe hier mit, ich zeig's sie mal. Na, wo sind sie? Das sind so gebräuchliche Arbeitsschuhe aus dem Baumarkt. Die haben eine Stahlsohle, weil man manchmal im Wald, dann liegen noch die Glasscherben von den Harzsammlern rum. Flaschen Stacheldraht gibt es auch manchmal hier. Macht sich eigentlich
sag mal, braucht man keine Angst haben, dass man sich irgendwas eintritt. Und ich finde, die sind auch schön griffig. Ich finde es prima. Um sich vor Zecken zu schützen, ja, das Beste ist, umziehen nach der Pilzwanderung, absuchen, duschen, die Sachen auch gleich in die Waschmaschine rein und dann klappt das eigentlich. Man sollte sich, wir haben es früher so gemacht, bevor wir wieder ins Auto gestiegen sind, haben uns umgezogen, weil man manchmal die kleinen Tierchen auch im Auto ablädt und dann hat man sie da noch tagelang drin und setzt man sich wieder rein. Huch, wo kommt denn diese Zecke her? Ja, die hat im Auto gewartet, ne? Ja, wenn ihr dann mal irgendwann im Wald seid und es ist Pilzzeit und ihr findet irgendwo Pilze, diese Stelle merken, auch ungefähr den Zeitpunkt, die kommen meistens immer zur selben Zeit auch und dann werdet ihr irgendwann auch viele Stellen haben, wo ihr dann mal gucken könnt. Wenn da nichts ist, gibt es vielleicht da hinten was. Und so weiter. Also auch im Bereich der Regentraufe, der Bäume. Ja. Hier. Nichts. Das muss schon richtig regnen, damit das durch die Wälder durchkommt, bis unten runter. So wird das nichts, Leute. So, jetzt meine andere Kategorie Wald. Zwei schöne Laubwälder, Laubmischwälder. Auch ein paar Kiefern drinne. In der Pfifferlingszeit, die jetzt hier eigentlich ist, war hier immer eine gute Bank. Aber nun nicht. Schöner Weg. Am Wegesrand, hier so, man braucht eigentlich gar nicht rein in den Wald, stehen auch schon immer schöne Pilze. Und im Wald auch. Er ist nicht ganz so dunkel und die Bäume sind auch nicht ganz zu jung, so dass man eigentlich immer gut was finden konnte. Hier, wenn es ein bisschen geregnet hat, also wenn ein bisschen Wasser durchkam, standen hier Schusterpilze. Und hier kommt eine Stelle gleich mit dem Doppelgänger vom Steinpilz, dem bitteren, dem Gallenröhrling. Ich will mal gucken, es ist jetzt die Zeit, mal sehen, ob doch noch welche stehen. Ich bin mal gespannt. Ich sage ja, ich kenne die Stelle, brauche da bloß hinlaufen, gucken. Aber nein. Wenn, dann müsste ich jetzt vor einem stehen. Also keine Chance. Ja. Ich zeig mal hier runter. Hier. Da. Falls doch was durch die Bäume kam, aber durch das Laub ist es nicht durch. Es ist einfach schöner Torfmull, aber mehr nicht. So, und das, was ich jetzt gemacht habe, mit den Fingern so im Laub wühlen, darf ich in einem anderen Wald nicht machen, dann ist die Hand voll Zecken. Das geht nicht. Hier geht's. So, jetzt kommt eine Stelle. Das sind so diese Stellen, die man sich merken muss, wenn man in den Wald geht und Pilze sammeln will, wo die Pilze zuerst kommen. Aber es müssten so kleine gelbe Punkte zu sehen sein.
Ihr seht, wie ich, nichts. Aber auch überhaupt nichts. Also keine Baby-Pfifferlinge und auch keine großen. Ja. Ich wollte eigentlich, bevor ich hier reinging, den Vorschlag machen, weil mein Motto ja neuerdings ist, nie ohne Pilz. Und ich muss auch einen finden, aber ich wollte euch den Vorschlag machen, wenn ich keinen finde, dann werdet ihr lange nichts von mir hören, weil ich hier im Wald so lange kampieren muss, bis ich einen gefunden habe. Aber das wird vielleicht doch zu lange dauern und zu Hause würde ich dann wohl Ärger kriegen mit meiner Frau. Also werde ich euch das Versprechen heute nicht geben. Auch wenn ich diesen schönen Pilzkorb mit habe, der immer noch so schön leer ist. Ich gehe trotzdem mal weiter. Ich habe noch einen Wald, den ich euch zeigen muss. Oder zwei Stellen, wo man dann als Neuling den Anfang machen kann. Ja, die einzigen, die richtig gut klarkommen, sind hier die Spinnen. Das ist kein Regen, sodass ihre Netze heil bleiben. Ich will mal gucken, ob ich sie gereizt kriege, ob sie kommt. Ja, ich will das nicht kaputt machen. Vielleicht ist doch keine mehr da. Kommt nichts. Mittagsschlaf, ist ja auch Mittagszeit. Ein gut getarntes Insekt. Mal gucken, ob ihr das seht. Da. Sieht aus wie das Gras. Also, wir können uns natürlich auch über andere Dinge freuen im Wald. Wir sind ja Naturfreunde. Ja. Und es gibt ja auch viele Pilze, die wir nicht essen können, dürfen. Aber die sind hübsch. Und man erfreut sich eben manchmal auch daran. Es ist nur eben schwierig, wenn man hier einen leeren Pilzkorb mit nach Hause nimmt. Also einen leeren Pilzkorb. Ich kann mich nicht erinnern, dass das mal irgendwann in den vielen Jahren, die wir Pilze sammeln waren, passiert ist. Selbst im Winter bringen wir auch die Pilze mit. Unmöglich. Ja. War letztes Jahr schon schlecht. Dies Jahr ist es noch schlimmer. Man kriegt ja schon Entzugserscheinungen. So, ich bin jetzt hier in den Wald angekommen. Hier, ihr hört das gleich. Ja. Nichts. Hier stehen Eichen. Das ist eigentlich fast nur Eichenwald. Und unter dem Laub ist eigentlich gut Pilze suchen. Auch mal ein Sommersteinpilz, Pfifferlinge. Aber hier ist wirklich nichts, gar nichts. Es ist eigentlich das Grauen. Und es war schon im Frühjahr grauenhaft mit den Morcheln. Aber auch nicht viel, eine Handvoll. Und wir hatten sonst hier im Juni, Anfang Juni schon die Pfifferlinge. Jetzt haben wir August und wenn nicht bald Regen kommt, dann ist das so wie letztes Jahr, dann wird das mit Pfifferlingen gar nichts. Zumindest nicht hier bei uns. Und vor 2 Jahren hatten wir so, da hat es Mitte September noch mal ordentlich geregnet, da haben wir noch im November Steinpilze gefunden. Ganz gut, Maroden, Steinpilze, Massen. Letztes Jahr blieb dieser Regen aus, der kam zu spät und das hat für die Pilze nicht mehr gelangt. Da war nichts und bitte lasst es regnen von mir aus 5 Tage hintereinander.
damit endlich mal was passiert hier im Wald. Es ist ja auch für die Bäume stressig. Nicht nur für uns und die Pilze, sondern für die ganze Natur. Ich bin vorhin an Feldern vorbeigefahren, stand Mais, verdörrt, trocken, verbrannt. Also es ist auch so, wir haben hier keinen flächendeckenden Regen gehabt. Er zieht mal da lang, Gewitter. Und ja, also hier anscheinend nicht. Hier ist alles vorbeigezogen. Da brauchen wir uns hier nicht bemühen. Ich kann also immer noch weiterhin nur Theorie machen. Die Praxis, schaut euch die anderen Videos an. Da gibt es Pilze zu sehen. Und ihr könnt das, wie gesagt, nutzen, so wie ich heute, mal zu gucken, ist schon was, oder ihr wollt ja erstmal gucken, wo ist was. Nutzt die schöne Zeit. Natürlich ohne Zigarette und Feuer im Wald, nicht wie ich es gezeigt habe in Dänemark, wo man hier jetzt ein Feuer machen könnte. Na gut, wir sind eben hier in Deutschland, ist auch richtig so. Ich würde hier jedenfalls kein Feuer machen.